Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guten Abend und herzlich willkommen zum Evening Prayer Advent Teil 2 des Gebetshauses Bad Rodenfels. Mein Name ist Achim Reinschmidt und ich bin Mitglied des Leitungsteams des Gebetshauses Bad Rodenfels und werde Sie durch diesen Advent hindurch begleiten, wie ich das auch schon letzte Woche getan habe, musikalisch getragen von Thorsten Reinschmidt. Das Gebetshaus Bad Rodenfels ist ein christlich überkonfessioneller Verein, in dem sich Christen aus der Region Murgtal und darüber hinaus zusammengeschlossen haben, um Gott anzubeten und um ihn in die Region hinauszutragen. Zum Wohle hoffentlich aller. Die 4 Themenabende werden uns durch die Advents- und Weihnachtszeit führen und ich versuche, ganz persönliche Einblicke zu wagen. Ja, einen Zugang zu schaffen zu Geschehnissen, die uns bis heute politisch und ganz persönlich betreffen. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Engeln, Träumen, Prophetien und Weissagungen. Meistens nehmen wir sie gar nicht mehr wahr. Wir überlesen sie oder kennen sie je nachdem noch nicht einmal. In der letzten Woche sind uns 3 dieser Geschichten begegnet und wir haben diese mit den Augen aus dem Jetzt und Hier betrachtet. Vielleicht haben sie uns berührt, vielleicht haben sie sie uns alle berührt. Vielleicht sehen wir die Dinge, die damals geschehen sind, jetzt schon mit ganz anderen Augen. Lassen wir uns auch in dieser Woche hineinziehen. Hineinziehen in die Worte des Neuen Testaments und ganz besonders in die Adventszeit. Noch 2 Tage, dann machen viele Christen die 2. Kerze am Adventskranz an. Dann ist wieder Sonntag und vielleicht ein Tag der Besinnung, des Nachdenkens, ein Tag der Ruhe und ein Tag mit dem Gefühl der Geborgenheit. Wir betrachten heute Abend die Hirten, die Könige und die Sterndeuter, begeben uns aber auch mit Maria und Josef und Jesus auf die Flucht. Also nichts mit Ruhe. Die totale Herausforderung. Menschliches Leben auf Messers Schneide. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. In einem Traum bekamen sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Stell dir vor, du bist Wissenschaftler. Fachgebiet Astronomie. Du beobachtest die Sterne, dich beschäftigen schwarze Löcher, Milchstraßen, Galaxien, die Raumfahrt an sich. Und dich beschäftigt mögliches Leben auf fremden Planeten. Du bist ein eher nüchterner Vertreter deiner Zunft. Aber die Frage nach dem Woher und Wohin hat dich nie losgelassen. Und jetzt ist da plötzlich dieses seltsame Phänomen. Du hattest schon einmal darüber gelesen. In einer Vorlesung an der Uni wurde während deines Studiums etwas von einem Gastdozenten darüber berichtet. Und du bist Wissenschaftler, kein Träumer. Und an Gott glaubst du auch schon lange nicht mehr. Damit du nicht in den Verdacht gerätst, irgendwelche Thesen aufzustellen oder seltsame Geschichten zu erzählen, rufst du bei deinen Kollegen in Amerika, Indien, Russland und in Norwegen an.
Deiner Meinung nach müssten die das selber auch gesehen haben. Wenn es denn keine Einbildung war. Und da ist es plötzlich. Das Himmelsphänomen hatten auch die anderen beobachtet. Du bist nicht allein. Aber der Kontext irritiert dich. Du bist Wissenschaftler. Du glaubst nicht an Gott. Aber du musst der Sache nachgehen. Immerhin ist es so außergewöhnlich, dass es einer wissenschaftlichen Sensation gleichkommt. In der Vorlesung vor vielen Jahren hattest du es schon einmal gehört. Ein Stern, völlig verschobene Flugbahn oder doch eher ein Komet. Dafür war das Ding aber irgendwie zu langsam. Du denkst realistisch, strukturiert und sachlich. Wenn es das war, von dem berichtet wurde, dann musste das Ding doch in der kommenden Nacht auch noch da sein. Du fieberst dem Abend entgegen, bist frühzeitig in der Sternwarte und hast dich sicherheitshalber noch mit deinen Kollegen abgesprochen. Sicherheitshalber hast du dir den Mitschrieb deiner Vorlesung von damals nochmals durchgelesen. Du weißt noch ganz genau, wie du reagiert hattest, als der Gastdozent davon berichtete. Am liebsten hättest du lautlos gelacht. Und da ist es wieder, das Phänomen. Jetzt nur nicht falsche Entscheidungen treffen. Ein enger Kreis wusste schon davon. Auf die konnte man sich verlassen. Immerhin ging es ja auch um Forschungsgelder und den eigenen Arbeitsplatz. Darüber hinaus könnte eine solche Entscheidung und Entdeckung auch einen Nobelpreis nach sich ziehen. Deswegen war Vorsicht angesagt. Information in den falschen Händen war schon immer gefährlich. Da konnte es auch mal um Leib und Leben gehen. Übrigens heutzutage nicht anders als damals. Ein kleiner Cocktail mit etwas Chemie, das war's. In der kommenden Nacht schläfst du unruhig. Deine Gedanken kreisen. Fällt es dir plötzlich wie Schuppen von den Augen? Der Gastdozent hatte recht. Das Phänomen war real, keine Einbildung und widersprach allen Naturgesetzen. Wenn das stimmte, dann musste jemand seine Meinung ändern, nämlich du. Crossover war jetzt angesagt. Hatte nicht ein ehemaliger Schulkamerad Theologie studiert? Der war zwar immer etwas seltsam und irgendwie Gott, Jesus, Heiliger Geist, das war bisher eigentlich nicht dein Ding. Du weißt,
Und wo ist ein Gott, so wie du bist? Keiner liebt so wie du deine Kinder. Da ist niemand, der dir gleicht. Bin von dir stets umgeben. Und wohin könnte ich gehen, wo du mir nicht begegnest? Es gibt keinen Ort ohne dich. Und deine Hand, sie hält mich. Wer bei dir ist, der irrt nicht. Dein Blick auf mich gerichtet. Es gibt keinen Ort ohne dich. Versprechen bleibt bestehen, selbst wenn Ströme mich bedrängen, weiß ich, du bist souverän. Auch wenn ich durch Feuer geh, dein Versprechen bleibt bestehen, selbst wenn Flammen nach mir zehren, weiß ich, du bist souverän. Versprechen bleibt bestehen, selbst wenn Ströme mich bedrängen, weiß ich, du bist souverän. Auch wenn ich durch Feuer gehe, dein Versprechen bleibt bestehen, selbst wenn Flammen nach mir zehren, weiß ich, du bist souverän. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand plötzlich ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Es gibt sie noch, die Hirten, die auf ihre Herden aufpassen, mit ihnen durch die Lande ziehen, mit Hütehund, Schäferstab, langem Mantel und immer dabei ein kleines Zelt, Kochgeschirr, dicke Socken. Auch König David hütete seine Herde, bevor er zum König erwählt wurde. Hirten sind auch heute noch ganz besondere Menschen. Bei Wind und Wetter immer unterwegs, Nächte unter freiem Himmel, immer auf der Hut, vor Wölfen und anderen Raubtieren. Alle Sinne geschult und
immer auf Hab-Acht-Stellung. Echte Dunkelheit ohne Lichtsmog und dann dieses. Ein Hängel. Ein Engel. Alles hell erleuchtet. Viele Menschen glauben auch im 21. Jahrhundert an Engel. Die Zeitschriften sind voll davon. Engel aus Plastik auf dem Friedhof, in den Gärten, an Weihnachten im Fenster. Nur ein schöner Brauch? Ein schöner Brauch ohne Sinn und Verstand? Oder wirklich vorhanden? Wenn ja, würde das ja bedeuten, dass es außer der sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Welt gäbe. Und es würde auch erklären, weshalb es weltweit Kirchen, Moscheen, Tempel und andere Anbetungsorte gibt, zu denen es die Menschen immer wieder hinzieht. Ich frage mich, will ich mich auf eine solche Geschichte einlassen? Will ich zugeben, dass auch ich den Boten Gottes gerne begegnen würde? Will ich zugeben, dass ich spätestens in den dunklen Seiten meines Lebens mich nach Gott sehne oder ihn manchmal am liebsten zur Verantwortung ziehen würde? Will ich zugeben, dass auch ich nach dem Licht am Ende des Tunnels suche? Will ich zugeben, dass eine frohe Botschaft mein Leben mit Sinn erfüllen würde? Will ich zugeben, dass mir ohne Advent und Weihnachten einfach etwas fehlen würde? Oder tut es einfach nur der Schutzengel aus Plastik, Holz oder Metall? A thousand stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. Of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good friend. Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for for answers, only you provide, because you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am, it's who I am, you're a good.
Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways for us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still 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 into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. And I'm loved by you. You're a good, good father. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Traum und Engel. Klare Ansage. Stell dir vor, du hast ein Kind zur Welt gebracht. Vor wenigen Tagen warst du noch auf dem Weg in die Heimatstadt deines Mannes, quer durch die Republik. Volkszählung, Überwachungsstaat. Schlechte Straßen, ein Esel als Reittier. Danach Beherbergungsprobleme. Keine Hebamme vor Ort. Nur du und dein Ehemann. Danach Engel, Hirten und Sterndeuter. Keine Ruhe. Kaum sind alle weg, eine klare Ansage. Packt alles zusammen und flieht nach Ägypten. Das Land Ägypten war nicht gerade um die Ecke. Und die Sprache, die man dort sprach, war ebenfalls fremd. Wieso tut man das? Was sind die Gründe für eine Flucht in ein völlig fremdes Land? Abraham, Noah,
Jesus, allesamt Flüchtlinge. Zu Land, zu Wasser, auf Umwegen, ohne den Blick in die Zukunft, ohne Kenntnis des anderen Landes. Wer von uns hätte Abraham nicht für verrückt erklärt? Wer von uns hätte Noah nicht ausgelacht? Wer von uns hätte Jesus und seine Eltern übrigens bei sich zu Hause aufgenommen? Kleiner Hinweis, dass er Gottes Sohn ist, wussten nur wenige. Die anderen waren schon dabei, ihn zu verhindern und gegebenenfalls umzubringen. Viele Säuglinge und Kleinkinder mussten damals sterben, weil Herodes dieses eine Kind seinen vermeintlichen Konkurrenten aus dem Weg räumen wollte. Kein süßes Fest mit Schokoladensternen und Lebkuchen. Bittere Wahrheit. Gott kommt in eine gefallene Welt und das Erste, was er tun muss, ist fliehen. Keine Tannenbäume, kein Familienfest, harte Realität. Warum tut Gott das? Warum macht er sich so gebrechlich, so zerbrechlich, kommt in Gestalt eines Kindes auf diese seine Welt? Antwort: Weil er mir nahe kommen möchte. Mir ganz persönlich. Ja, dafür kann ich nur sagen, danke, Vater. Danke für deine Liebe zu den Menschen, für deine Liebe, die du mir entgegenbringst. Danke für mein ganz persönliches Weihnachten, das ich mit dir erleben darf. Wenn dich der Abend interessiert hat und du mehr erfahren möchtest, dann schalte doch einfach nächste Woche wieder ein. Dann lautet der Titel Back at Home, Heiliger Geist und Prophetie. Ich wünsche uns allen für heute Abend alles Gute und Gottes Segen.